Hallo Christi und Servus zu einem neuen Video. Wir sind heute mal in Kirchberg unterwegs und gehen heute auf den rauen Kopf auf. Mit dabei ist wieder die Niki. Hallo miteinander. Ja genau, also das sind jetzt insgesamt 760 Höhenmeter auf 7 Kilometer verteilt und eingeplant haben wir jetzt einmal 2 Stunden. Ja genau, starten tun wir da im Ortsrand beim Tourismusbüro. Dann geht man die Unterführung durch und bei den Häusern vorbei, aber das ist eh immer schön beschriftet, der raue Kopf. Und nachher kommt man da auf eine Abzweigung, ist wieder beschriftet. Und da geht's dann über die Wiesen auf. Schick Maro, es riecht schon ganz gut. Freimens. Der Bergaufshop mit den tollsten Produkten für Freizeit und Bergsport. Link ist in der Beschreibung. So, da eine wunderschöne Blumenwiese. Über den Sonnenhang geht man da auf. Die Tour ist ganz praktisch, weil der raue Kopf 1548 Höhenmeter hoch ist. Das heißt, man kann ihn schon relativ früh gehen, Ende April. Ist dann oft auch schon schneefrei und wenn man da so rundum schaut, ist bei den hohen Bergen schon noch einiges an Schnee oben. Deswegen ist sowas für den Start, Anfang vom Sommer ideal. Wisst ihr, welcher Berg das da hinten ist? Nein, welcher ist das? Reitenstein haben wir auch schon ein Video, verlinken wir ihn oben. Genau. Der Weg führt jetzt da nur über so eine asphaltierte Straße, repetitivmäßig bergauf. Fein, jetzt sind wir auf den Schoderweg. Und von der Asphaltstraße sind wir weg. Ja, wir sind jetzt gerne E-Bike gefahren, dazu der Mountainbiker. Der Weg eignet sich auch super zum Radlfahren. Und sogar dann abwärts kann man dann noch über den Trail fahren, wer das mag. Und jetzt führt der Weg da über so einen kleinen Steig über den Wald. Links und rechts überall die Moosbeeren, Buschen. Sind noch nicht ganz reif, sind erst beim Wachsen, aber wahnsinnig, darum kann man brücken. Ja, wir sind jetzt seit 1,5 Stunden circa unterwegs und jetzt ist der Schüttel mit 20 Minuten noch. Sind wir gleich da? Genau, jetzt ist ein kleines Weg da und schaut ganz bergig aus. Da sind wir jetzt schon am Gipfelplateau angekommen. Jetzt geht es noch 5 Minuten in die Richtung. Dann sind wir da. Ja, da gerade vom Gipfel ist auch noch so ein Aussichtspunkt mit so einer Schaukel. Da kann man schöne Fotos machen. Mit da hinten noch die schneebedeckten Berge, der große Rettenstein. Wunderschön. Da sind wir jetzt beim Kreuz. So, jetzt sind wir da. Die einzigen Gipfelstürme. Ja. Da sieht man sogar das Emmerator. Da hinten ist der wilde Kaiser. Da blickt man noch. So, gesamt haben wir da jetzt eine Stunde und 50 Minuten gebraucht. Und ja, es war auf jeden Fall eine gemütliche Wanderung zum Schluss, ein bisschen durch den Wald durch. Und jetzt machen wir so einen Rundweg. Jetzt gehen wir so in die Richtung bergab. Genau, unten führt der Weg dann wieder zusammen, aber nicht, dass der gleiche Weg ist wie beim Aufgehen. Und schauen wir uns das auch noch mal an. Da geht es jetzt beim Kreuz vorbei und da wieder den Wald rein. So, das war jetzt ein schöner Weg da auch. Kurz und jetzt kommt man wieder auf so einen Forstweg und da wird es immer wieder zwischendrin wieder so kleine Steige wieder runtergehen. Wir sind jetzt aus dem Wald heraus und jetzt kommen wir wieder auf so eine asphaltierte Straße und da geht es jetzt nur mehr serpentinenmäßig wieder zurück ins Dorf von Kirchberg und ja, das ist ein spannender Kreuzert. Ich glaube, es könnte sich häufig stellen, was jetzt noch passiert. Aber ja, der Weg ist so für kleine Frühjahrs- oder Anfang Sommerwanderung super toll. Oben beim Gipfelkreuz kann man
schöne Ausnahmen, tolle Aussichtspunkte. Und ja, was sagst du? Genau, eine einfache Wanderung, was sicher auch mit Kindern möglich ist. Und ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.